Atmosphäre dieser CD würde ich auf jeden Fall als einzigartig beschreiben, denn wir fangen an mit Bartok, der ja ein sehr untypischer Bartok ist, die Sonate, denn sie geht eher in die romantische Richtung, ein bisschen Richtung Strauss. Das heißt, wir fangen eigentlich relativ, in Anführungszeichen, harmlos an, gehen dann über Enescu, wo ja schon sehr diese rumänische Volksmusik hervorkommt, was auch an vielen Stellen hochvirtuos und teilweise auch schon leicht verrückt zu bespielen, und enden dann in dieser unfassbaren Sonate von Josef Achron, die sowas von hochvirtuos ist, technisch geht schon ein bisschen an die Grenzen des Machbaren. Die Harmonien sind fantastisch geschrieben, dieser Weg into Madness passt bei diesen drei Stücken wunderbar, denn ja, wir fangen harmlos an und enden in der kompletten Madness. Beginning with, I can't even say that the Bartok is lighthearted, but beginning with a very folky, folk music, but kind of a little twist, a little dark twist in some areas. More romantic, but still more romantic than all the others. So definitely. We start with a little bit more romantic madness. Right. Then with the Enescu, we go into a little bit of folky, more folk than Bartok madness. And the Achron, just total madness. Total madness. It's total, Just a mess. Yeah. And I think the best thing to also acknowledge is that all three of these pieces were written very, very similar time periods, within a couple years of each other, and yet the styles are so vastly different. It's incredible. Yeah. Mit Maxim hatte ich zum ersten Mal das Vergnügen beim Stars and Rising Stars Festival im Jahr 2019. Da hatten wir Klaviertrios von Rachmaninov und Arensky gespielt, sowie Ravels Zigan. Und ich weiß noch, als wir das erste Mal zur Probe uns getroffen haben, der Cellist kam ein bisschen zu spät und wir hatten schon angefangen mit ein bisschen Zigan. Und es war vom ersten Moment, es hat einfach wunderbar zusammen funktioniert. Das Zusammenspiel hat perfekt, wir beide haben perfekt zusammen harmoniert. Es war, man kann es ein bisschen als musikalische Liebe auf den ersten Blick bezeichnen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir das jetzt auch fortgeführt haben.